München. In der blau-weißen Bussi-Bussi-Gesellschaft gilt seit jeher Sehen und gesehen werden und das am besten in aufsehenerregenden neuen Kleidern. Besonders jetzt, da die bajuwarische Landeshauptstadt im goldenen Glanz der ersten frühjährlichen Sonnenstrahlen funkelt. BMW macht da keine Ausnahme und gönnt dem Coupé sowie dem Cabrio der Dreier-Serie eine Frischzellenkur. So sieht's aus, das Facelift des Dreier BMW hier links, das Coupé rechts, das Cabrio. Und hier wollen wir mal genauer hinschauen. Dezent die Weiterentwicklung, das Familiengesicht soll erhalten bleiben. Das Auto soll dynamischer, breiter, muskulöser wirken. Dafür wurde hier an der Frontschürze ein bisschen gearbeitet. Hier die kleinen Querstreben, die Scheinwerfer ein bisschen weiter vorgewölbt. Hier die Abschattungen, insgesamt 3 cm mehr Länge. Die sind auch hier vorne im Vorderbau untergebracht. Sowieso, das Hauptsächliche findet hier unter der Motorhaube statt. Neue Motoren, und die haben mindestens genauso viel Leistung wie die Vorgänger, verbrauchen aber deutlich weniger. In der Tat. Obwohl das neue Antlitz ein wahrer Augenschmeichler ist, lohnt sich wie so oft im Leben der Blick unters Blechkleid. Denn auch das Herzstück der Dreier-Serie wurde rund erneuert. BMW wartet mit neuen Motoren auf. Der sportlichste unter ihnen, der 335i. Minus 4 Grad, blauer Himmel, da machen wir doch mal das Dach auf und fahren im neuen Dreier Cabrio. 335i, also der Motor hier vorne hat nur 3 Liter, sogar genauer gesagt nur 2976 Kubikzentimeter, hat aber mächtig Bums. 306 PS, genauso viel wie vorher, ein Turbolader weniger, das lasse ich mir gerne gefallen, wenn der Wagen dann so abzieht wie der hier. 5,8 Sekunden von 0 auf 100 und dabei soll er nur 8,8 Liter Super verbrauchen. Ordentliche Leistung. Mit nur 205 Gramm CO2 pro gefahrenen Kilometer ist die Hürde EU5-Norm locker genommen. Der stärkste ist, wie nicht anders zu erwarten, auch der teuerste. Gönnt man sich das 335i Cabrio, ist das Portemonnaie 52.350 Euro leichter. In der Coupé-Version kommt man rund 3.500 Euro günstiger davon. Insgesamt sollen alle neuen Motoren der Dreier-Serie deutlich weniger als ihre Vorgänger verbrauchen. Das Top-Sparmodell unter ihnen, der 320D Efficient Dynamics Edition. Die gibt es so bisher jedoch nur in der Limousine. BMW spricht von dem mit Abstand effizientesten Fahrzeug der Mittelklasse. Der brandneue Supersparer hat einen Verbrauch von lediglich 4,1 Liter Diesel und einen CO2-Ausstoß von nur 109 Gramm pro Kilometer. Und das bei, Achtung, 163 PS. Dafür muss der Umweltfreund allerdings 33.800 Euro investieren. Wenn am Ende beim richtigen Testen die tatsächlichen Verbrauchswerte auch nur annähernd die von BMW angegebenen EU-Normwerte erreicht, dann kann man den BMW-Motorenbauern auf jeden Fall gratulieren. Die Effizienz stimmt, der bekannte BMW-Biss ist noch ein bisschen schärfer geworden. Fazit, von außen ein unauffälliges Facelift, von innen eine echte Steigerung. Ob das unauffällige Facelift reicht, um dem Schaulaufen der Münchner Oberklasse standzuhalten, sei dahingestellt. Sicher aber ist, dass die innere Frischzellenkur den Dreier in der automobilen Mittelklasse weit nach vorne bringt. In der Zeit von grünem Bewusstsein ist der neue BMW extrem sexy. Jedoch nur, wenn man sich um einen Blick unter das Blechkleid bemüht.